Willkommen, es geht um Leasing in diesem Video und zwar geht es wieder mal um die Vorteile und um die Nachteile, aber aus Sicht des Leasingnehmers, also der Leasing nutzt für sein Unternehmen. Was sind die Vorteile? Ein Hauptvorteil ist die Liquidität wird geschont. Ja, so kann man das sagen. Man könnte hier auch schreiben, die Liquiditätsbelastung ist geringer, als wenn man die Maschine kauft. Ja, die Liquidität wird geschont, weil man die Neuanschaffungsauszahlung nicht tätigen muss. Ja, und das zweite ist neuester technischer Stand. Beziehungsweise, wenn die technische Entwicklung weitergeht, während das Liegende noch läuft, kann man in den allermeisten Fällen sehr problemlos aufrüsten auf den neuesten technischen Stand. Da werden die Leasingraten halt ein bisschen höher, aber dann wird die Maschine ausgetauscht und man hat den neuesten technischen Stand. Also in Bereichen, wo die technische Entwicklung sehr, sehr schnell ist, ist Leasing heute im Prinzip die einzig vernünftige Alternative. Ja, statt die Maschine immer zu kaufen, für die Jahre der Nutzung zu halten, dann zu verschrotten, dann neu zu kaufen. Das sind also die großen Vorteile. Je stärker in der Branche die technische Entwicklung voranschreitet, je schneller, desto größer ist der Vorteil von Leasing. Nachteile. Nun, es gibt im Prinzip nur einen. Leasing ist relativ teuer. Ja, wenn man vergleicht Kauf oder Leasing und nur auf die quantitativen Kriterien schaut, fällt die Rechnung meistens zugunsten von Kauf aus. Aber wenn man die anderen Kriterien mit einbezieht, nämlich vor allem das Mithalten mit dem technischen Fortschritt, eventuell, man könnte hier noch ergänzen, die Serviceleistungen. Ja, die Serviceleistungen. Es gibt Maschinen, die sind extrem wartungsintensiv, da leistet der Leasinggeber auch die Wartung. Ja, die Serviceleistungen, die hier oft inklusive sind, ist auch noch ein großer Vorteil. Und deswegen gibt es da im Prinzip nur diese Vorteile, wenn man auf die qualitativen Kriterien schaut. Ja, wie gesagt, quantitativ muss man sagen, wenn man vergleicht Kauf oder Leasing, fällt es meistens zugunsten von Kauf aus. Aber wenn man diese Kriterien hier mit einbezieht, dann ist Leasing oft die bessere Alternative. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.